Hallo Freunde des VR-Boxings und ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal jetzt abonnieren würdet. Und ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe im Internet gefunden diese Schätzchen hier, die AMVR-Boxing-Gloves. Und da habe ich AMVR direkt mal angeschrieben, ob ich die für euch testen darf und habe direkt dieses Testkit hier bekommen. Und ja, dieses Testkit ist eigentlich für die Quest 2 Controller. Man sieht es auch auf dem Bild. Aber die soll auch funktionieren. Das ist hinten deklariert für die Quest 2, Vive Pro, Vive Index, PSVR. Ich werde diese Teile aber testen für die Quest 2, für die Pico 4 und für PSVR 2. Und werde mal schauen, ob die für alle drei Controller funktionieren, ob es Tracking-Abbrüche gibt und so weiter. Also für Quest 2 und Pico habe ich definitiv ein Boxing-Game. Für PSVR 2 muss ich nochmal schauen, ob ich da auch eventuell eine Demo kriege oder so. Auf jeden Fall, das Besondere an den Dingern ist, man schlüpft nicht komplett in irgendwelche Handschuhe rein, sondern man schnallt die sich, wie hier zu sehen auf dem Bild, ja einfach nur hier oben drüber. Da steigt man so rein, das zeige ich euch gleich mal. Und ja, hier ist dann auch mal, wird dann nochmal gezeigt für Box VR, Thrill of the Fight, Knockout League, Money, VR, Creed. Dafür sind die natürlich gemacht. Es gibt ja noch andere, auch Musik-Rhythmus-Game kommt jetzt bald raus für Boxen. Und ja, alles dafür, um die Immersion hier zu steigern. Und ich würde sagen, wir packen das ganze Set mal aus, dass ich euch das mal zeigen kann. Ich finde den Look auch ziemlich nice, muss ich sagen. Und ich bin schon auf die ersten Tests gespannt. So, haben wir hier so ein kleines Säckle, wo das alles drin ist. Hole ich die mal raus, die Teile. Ja, hier haben wir nochmal so eine Warranty Card von AMVR. Und bisher die ganzen Sachen, die ich von AMVR getestet habe, haben mir super gefallen. Also da gab es nichts auszusetzen. Und hier sind die guten Stücke, sage ich einfach mal. Und ja, hier steht nochmal Boxing Glove drauf. Hier sehen wir die Innenseite und hier sehen wir auch diese Schlaufen, wo wir dann mit unseren Fingern reinschlüpfen. Das machen wir auch gleich mal. Aber alleine vom Look her sehen die schon cool aus. Wäre natürlich nice, wenn man die auch noch in Rot und sowas bekommt. Ich habe jetzt wirklich nur diese gesehen. Und ja, schlüpfen wir einfach mal rein. Ich zeige euch das jetzt mal von der Kameraseite hier. Also erstmal die Schlaufe hier abmachen und dann kann ich hier mit allen Fingern, ist nicht so ganz einfach mit der Kamera dann, aber seht ihr jetzt ganz genau hier so reinschlüpfen und dann greife ich mir die Schlaufe hier wieder mit dem Klettverschluss und ja, schon habe ich die Teile an und ich muss sagen, das fühlt sich eigentlich relativ gut an, schön gepolstert auch. Also ich glaube sogar, dass man so einen leichten Schlag in die Wand locker ohne große ja, Blessuren überstehen kann. Und jetzt nehme ich mir mal die einzelnen Controller hier. Hier habe ich jetzt die, ja, ich habe hier natürlich jetzt von Cyber die Controller-Akkus drin, aber nur mal so zum Testen, ich greife mal, das ist einfach mal so. Also es ist möglich, das auch so zu nehmen und das passt auch. Der Tracking-Ring wird definitiv getrackt, der wird hier nicht versteckt. Anders sieht es natürlich bei den anderen Teilen aus. Und ja, jetzt greife ich hier mal hier rein. Also hier hätte ich jetzt auch keine Probleme. Also diese Teile hier sollte man abbauen, weil das passt nicht. Aber ansonsten würde ich jetzt hier auch die Tracking-Ringe nicht verdecken oder so. Also das wird mit der Pico auch wunderbar funktionieren. Aber das seht ihr nachher im Test. Ich werde mit allen Headsets versuchen, einen Test zu machen. Und jetzt kommt das, was ich mir schwer vorstelle. Und das geht natürlich nicht. Also PSVR 2 Fail. Das, ja, alleine diese Tracking-Sensor-Ringe lassen das gar nicht zu, dass ich hier irgendwie reinschlüpfe. Und ja, schade. Also, wie man sieht, ich müsste so reinschlüpfen und das funktioniert mit denen natürlich nicht. Also, PSVR 2 weg. Ja, leider. Aber ich würde sagen, wir testen Quest 2,
Pico 4 testen wir, aber alle anderen sollten auch funktionieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch die, ja, die alten Wands funktionieren von HTC, weil ich da diese Knochen habe, die kann ich ja auch einfach so halten. Dann haben wir noch die Valve Index Controller, da bin ich mir nicht ganz sicher, die habe ich leider nicht mehr hier. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz die Amazon-Seite und ja, hier gibt es eine 5-Sterne-Bewertung. Ich habe das Ding noch nicht bewertet, werde ich aber noch machen, wenn ich den Test jetzt durch habe. Also erstmal, ja, hier wird definitiv offiziell angegeben, Quest 2, 1 oder Rift S Touch Controller werden auch funktionieren. Und ja, aber wie gesagt, bei der Pico mache ich mir auch absolut keine Sorgen. Hier steht jetzt Farbe Weiß. Das glaube ich nicht, dass die überhaupt in Weiß gibt, aber ja, wär natürlich nice, wenn es das geben würde. Und hier sehen wir auch nochmal, wie diese aufgebaut sind. Wir haben hier so einen kleinen, ja, so einen kleinen Schaum. Ist ein Kunstleder natürlich. Dann haben wir einen Velcro-Strap, also so einen, ja, diesen Strap halt. Dann haben wir die Handschlaufen, wie ich euch eben schon gezeigt habe. Und ich kann mir echt ganz gut vorstellen, dass das Erlebnis dadurch nochmal einen Tick besser wird. Aber ja, das testen wir, da gibt es nachher auch nachher ein Fazit. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen Gameplay auch und ja, mal nicht zu lang, aber so ein bisschen Gameplay, dass ihr ja seht, dass das alles so funktioniert auf beiden Headsets. Und wenn das gut funktioniert, finde ich, sind 37 Euro nicht so viel durch die Immersion, die man dadurch mehr hat. Und man hat, wie hier auch angezeigt, hat man wirklich einen kleinen Schutz vor Schläge, wenn man wirklich gegen die Wand haut, dass das ein bisschen abgefedert wird. Die Polsterung, also die ist echt gut, die ist echt hart und merkt man hier kaum. Und ich denke, ein kleiner Schlag gegen die Wand sollte kein Problem sein. Können wir natürlich auch testen, ne? werde ich vielleicht auch testen. Aber mehr ist das, also ihr solltet sowieso immer genug Platz haben oder wenn kein Platz vorhanden ist, spielt immer nur in eine Richtung, dreht euch nicht beim Boxen, sondern kann das ganz schnell sein, wie bei mir hier in der kleinen Ecke, wo ich immer spiele, dass man dann gegen die Wand schlägt und das ist nicht gut, sollte man nicht machen. Dadurch hat man natürlich einen besseren Schutz, aber für mich ist mehr die Immersion das Wichtige dabei und die hat man hiermit mit Sicherheit. Ja Leute, ich würde sagen, ich ziehe mich jetzt um und dann geht's in die Tests. So Leute, hier sind wir mit der Pico 4, mit Virtual Desktop in Thrill of the Fight und ja, hier ist auch mein Coach und ich habe die Dinge jetzt angezogen hier mit den Controllern und ich würde euch definitiv empfehlen, die Handschlaufen vorher noch irgendwie dran zu machen. Ich habe sie jetzt nicht dran, man muss wirklich die Controller die ganze Zeit festhalten, also gut festhalten und ja, es ist schon ein cooles Gefühl, weil ich merke ja jetzt wirklich selber, dass ich die Handschuhe anhabe. Ich sehe meine Handschuhe und jetzt nochmal ein ganz anderes Gefühl. Aber es ist gewöhnungsbedürftig, die Dinger halt festzuhalten. Also da müsste man sich noch irgendwas bauen, dass man die ja eventuell die ganze Zeit festhält. Aber ich werde jetzt einmal in so einen Check reingehen. Ich habe jetzt noch immer Sparringspartner. Ich habe hier wahrscheinlich neu gestartet. Egal, machen wir einfach mal ein Sparring. Ich will ja auch nicht so viel jetzt hier machen. Keep it clean at all times. Protect yourself at all times. Jetzt muss ich mich jetzt hier so hindrehen. You must obey. Good luck to both of you. Also ich sehe jetzt keine Probleme mit dem Tracking. Funktioniert ohne Probleme. 4, 5, 6, 7. 8. Alles ist sauer. Und schon liegt er da wieder. Ist schon cool. Also cooles Feeling. Definitiv. Na komm.
Das war's. So, waren noch 10 Sekunden und wir haben umgehauen. Ladies and gentlemen, with the match ending in the first... Keep it clean at all times. Protect yourself at all times. And what I say, you must obey. Good luck to both of you. Schön Deckung. Aber ich vermisse hier keine Tracking-Abbrüche, das ist sehr gut. Schade. Na komm. One, two, three, four, five, six. So, falls einem das zu lang ist, ich werde auf jeden Fall Kapitel einbinden, dann könnt ihr das überspringen. Ah, macht richtig Spaß. Natürlich wäre es geiler, wenn die Controller gar nicht da wären, man hätte nur die Handschuhe. Weiter geht's. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Okay, jetzt habe ich ganz kurz Batterie war weg. Liegt nicht am Tracking. Acht Sekunden noch. So, jetzt schicken wir ihn ganz schnell runter. So, linker Haken. Weg war er. So, Leute. Jetzt bin ich mit der Quest 2 und den AMVR Boxing Gloves drin. Ugly Joe ist der nächste und ich bin gespannt. Keep it clean at all times. Protect yourself at all times. Jetzt geht's. What I say, you must obey. Good luck to both of you.
Oder schon gute Cuts. Ich bin auch ein bisschen zu nah dran hier. Da weicht man momentan ein bisschen blöd aus zur Wand. Versucht man ein bisschen auszuweichen. So. Der kassiert hier. Ich auch. Und Trekkingabbrüche, keinen einzigen. Also rechts dürfte nichts mehr sehen. So, das ist zeitgleich mein Training für den 12-Runden-Fight, der noch kommen wird. Genau, ein bisschen so. Da ist ein bisschen mehr Platz. Manchmal ein bisschen Rechtsaufleger hier. Ich weiß nicht, ob die KI da ein Problem hat, wenn man auf einmal von links auf rechts Ausleger setzt. Also der Schwierigkeitsgrad kann man noch relativ offensiv spielen. Na komm. Thank you.
Leute, ist das hart. Ladies and gentlemen, going to the scorecards, the judges have determined by unanimous decision, the match was a draw. A draw? What the... Ja, Leute, da bin ich wieder nach den ganzen Tests. Also es sind ein paar Tage vergangen zu meinem, zu dem Video sowieso und zu meinem letzten Test. Also ich habe echt sehr, sehr aktiv trainiert mit den Dingern hier für meinen 12-Runden-Livestream. Habe leider momentan meinen Rücken wieder ein bisschen Probleme dadurch ausgelöst. Vielleicht war ich ein bisschen zu übermotiviert. Aber die Teile hier konnte ich definitiv gut testen. Und meiner Meinung nach ist es eine echte Bereicherung für alle VR-Boxing-Fans da draußen. Was man beachten muss, ich habe natürlich Anbauteile an meinen Controller dran. Die habt ihr ja schon in diversen Videos gesehen. Und das habe ich bei der Quest, das habe ich bei den Pico-Controllern. Und ja, das ist auch hier von AMVR. Richtig coole Halterung für die Pico 4. Die Videos dazu werde ich euch unten auf jeden Fall auch in die Beschreibung noch packen. Aber die müssen definitiv abmontiert werden. Es ist bei den Dingern jetzt kein großer Aufwand, aber ich kann sonst nicht spielen. Und ich muss die so wirklich so haben. Die Schlaufe könnte jetzt noch da dran sein. Es ist nicht verkehrt, wenn die noch zusätzlich dran ist. Ich habe meine komplett abmontiert. Und dann ist es natürlich auch gewöhnungsbedürftig, den Controller festzuhalten und dann damit zu boxen. Also ich kann den so locker umgreifen, kann damit schön boxen. Ich brauche in dem Augenblick ja auch keine Taste oder sonst was. Ich muss nirgendwo drankommen. Wenn ich im Menü bin, aber das geht bei Thrill of the Fight ja auch super easy, einfach mit Boxen benutze ich das ganze Menü, ja, da habe ich keine Probleme. Wenn ich jetzt hier wirklich mit einem Steuerkreuz oder sonst was mit Thumbstick mich bewegen müsste, wäre es natürlich was anderes, aber so brauche ich einfach nur umgreifen und kann damit boxen, habe meinen Spaß. Ich hatte damit keine Probleme, ich gebe dafür auch eine definitive Kaufempfehlung für alle VR-Boxing-Fans. Also gewöhnungsbedürftig ist es definitiv. Manko könnten manche Hände, die Hände sein, also die Größen der Hände, denn ich habe jetzt keine großen Probleme, aber ich kann hier auch nicht laufen, auch nichts groß anpassen. Das könnte ein Handicap sein für Leute, wo es eventuell zu groß ist. Dann könnte das irgendwo hier drücken. Also bei mir habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es stark drückt. Es drückt ein klein wenig, weil ich hänge natürlich auch hier in der Schlaufe drin. Es ist klar, ich greife auch zu. Aber in meinen Gameplay-Sessions, was wird das sein? 30, 40 Minuten waren die meisten Boxkämpfe, die ich hatte. Danach ist man auch echt alle, muss man ganz klar sagen. Also wenn man jetzt eine Stunde wirklich trainiert hat, mit ein bisschen Pausen dazwischen, ist man alle. Und da kann man das echt vernachlässigen. Aber wenn jetzt wirklich Leute richtig große Finger auch haben, breite Finger, anders als die hier, dann könnte es natürlich problematisch werden. Aber ansonsten kann man hier richtig viel Spaß mit haben. Die Immersion wird gesteigert und man hat auch noch einen Schutz. Ich habe auch mal testweise so ein bisschen gegen die Wand gehauen. Man merkt fast nichts, muss man ganz klar sagen. Also wenn man das hier merkt, das ist richtig schön geschützt. Und ich habe schon mal mit dieser Hand hier voll gegen die Tür da hinter mir gehauen, schräg, und habe mir hier das... Sieht man sogar hier am Knöchel noch, das könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen. Hier ist noch eine Narbe drüber und da habe ich mir das Fleisch richtig hart aufgeschürft. Das wäre mir hiermit nicht passiert, definitiv nicht. Und man hat ein richtig cooles Boxfeeling einfach. Also das ist nochmal was ganz anderes. Natürlich wäre noch zusätzlich cool, wenn hier kleine Vibrationsmotoren drin wären und so ein Feedback geben, wenn ich getroffen habe. Ne? Aber ansonsten, top. Über die Langlebigkeit kann ich jetzt nichts sagen. Wie gesagt, 4 von 5 Sternen gebe ich. Alleine, weil eventuell es gewöhnungsbedürftig ist, so den Controller festzuhalten. Man muss sich da natürlich schon dran gewöhnen. Auch wenn ich jetzt hier irgendwie den Trigger noch benutzen will, das könnt ihr vergessen. Dafür sind die Spiele auch, die Handschuhe auch gar nicht gemacht. Die sind einfach dafür da, den so festzuhalten, damit ich schön boxen kann und meinen Spaß damit haben kann. Ich hatte keinerlei Tracking-Probleme, einmal mit der Quest 2 ganz kurz. Ich schiebe das aber auf die Softboxen, die zu hell waren, und dann gibt es natürlich auch immer mal wieder Probleme, je nachdem, wo ich gerade bin. Aber ansonsten hatte ich null Probleme damit auch. Ich habe auch in einem ganz anderen Raum trainiert, der ein bisschen größer ist, wo ich aber leider mein Kamera-Equipment nicht habe. Und da habe ich jetzt überhaupt keine Probleme gehabt. Also werden es die Softboxen hier gewesen sein. Pico lief echt super. Mit der Quest hatte ich hier einmal ganz kurz einen Ausreißer, wo der Handschuh dann weg war.
Aber wie gesagt, das liegt nicht an den Handschuhen, weil besonders bei der Quest ist der Trekkingring überhaupt nicht verdeckt. Gar kein bisschen. Und wie gesagt, das liegt dann definitiv nicht daran, dass ich Trekkingabbrüche wegen den Handschuhen hatte. Vom Preis her, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob es das dann wert ist, das zu investieren. Ich finde, für VR-Boxing-Fans definitiv. Es kommen immer mal wieder neue Teile raus. Thrill of the Fight 2 steht in den Startlöchern, kann man fast sagen. Also ist definitiv in Entwicklung. Ob es dieses Jahr noch kommt, weiß man nicht. Aber auch da wird es dann auch einen Multiplayer-Modus geben, wo sich Leute dann online auch schön vermöbeln können. Und vielleicht hat man dann hiermit mit den AMVR-Dingern ein bisschen mehr Spaß als ohne. Ich kann euch sagen, testet die. Ich bin begeistert davon. Mir hat es Spaß gemacht und ich werde die auch immer wieder anprobieren oder testen, wenn ich trainiere, werde ich die immer wieder tragen und auch auf Langlebigkeit mal testen, ob es dann irgendwann mal Probleme gibt, ob es irgendwas einreißt oder abreißt sogar, weil die Handschlaufen sind natürlich alle vernäht. Aber bisher muss ich sagen, super. Man muss sich wirklich nur dran gewöhnen. Es ist jetzt nicht so vom Feeling her, dass ich wirklich einen Handschuh reinschlüpfe und es vielleicht ein bisschen angenehmer ist. Man muss sich an diese Schlaufen hier gewöhnen. Das ist alles. Von daher, wenn man damit klarkommt, wird man hiermit auch Spaß haben. Ja, das ist meine Einschätzung dazu. Wenn Fragen sind, gerne unten in die Beschreibung packen. In die Kommentare packen. Ich werde jedes Kommentar beantworten. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal auch abonnieren würdet. Und wenn es meinem Rücken wieder besser geht, trainiere ich natürlich weiter und dann gibt es auch den 12-Runden-Livestream auf meinem Kanal und da werde ich auch nochmal eine Fragerunde starten, mit welchen Gegner ich denn da kämpfen soll, die 12 Runden und eventuell auch mit welchen Einstellungen. Also wenn ihr da Bock habt, guckt immer mal wieder in den Community-Tab rein, da werde ich dann Umfragen machen und dann geht es dann da auch weiter, sobald ich wieder ein bisschen genesen bin. Ich danke euch jetzt fürs Zuschauen und für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, wenn ja, Daumen raus, Abo-Button nicht vergessen und ich sage jetzt einfach mal Tschüss.